Nun darf ich Heike Hensel, den Bundestagsabgeordnete der Linken aus Tübingen, auf die Bühne bitten. Mit ihrem Auftritt stellen wir bewusst einen Bezug zur Bundespolitik in Berlin her. Auch dort ist S21 schon seit einiger Zeit ein Aufregerthema. Insbesondere morgen, wenn sich der Aufsichtsrat der Bahn positionieren muss mit der Frage, weiter mit S21 oder so kann es nicht weitergehen. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich wollte noch mal deutlich machen, viele haben es nicht so richtig mitbekommen vom Ton. Wir hatten vorhin eine Schaltung nach Berlin, direkt vor den Bahntower. Dort ist eine Gruppe von Stuttgart 21 Gegnerinnen, die übrigens seit 2010 jeden Mittwoch dort demonstrieren, vor dem Bahntower. Und wir schicken einen Gruß dorthin. Der Henning Zierock, aber auch der Walter Sittler war dort, hat einen Gruß geschickt, den haben, glaube ich, nicht alle akustisch mitbekommen. Er musste dann leider gehen, aber es gab schwäbische Verstärkung vor dem Bahntower und ich denke, es ist überfällig, dass wir dort oben eine Vertretung des Protestes, eine ständige Vertretung einrichten in Berlin. Wir sind heute wirklich an fast einem historischen Tag, heute vor dem Vorhaben der Aufsichtsratssitzung. Und für viele, die über 4 Jahre hier aktiven Widerstand geleistet haben, einige von uns ja auch schon seit Mitte der 90er Jahre hier in diesem Rathaus gegen Stuttgart 21 streiten, kommt es jetzt auch darauf an, dass wir den Druck nochmal erhöhen, dass es morgen eine Abstimmung für den Ausstieg aus Stuttgart 21 gibt. Morgen wird nämlich entschieden. Morgen ist ein wichtiger Tag der Entscheidung, ob Machtpolitik sich durchsetzt, Profitinteressen und ein skrupelloses Vorgehen oder ob Vernunft, Gemeinwohlinteressen und für eine verantwortungsvolle Politik siegt. Und da müssen wir den Druck machen, von hier. Die Bahn, das wurde auch schon erwähnt, letzte Woche hat im Verkehrsausschuss nochmal eine neue Zahlenkombination vorgestellt. Sie hat jetzt nämlich errechnet, dass der Weiterbau um 77 Millionen Euro billiger ist, sozusagen für Sie wirtschaftlicher als der Ausstieg. Da kann man wirklich, das ist eigentlich eine Lachnummer und eigentlich hätten die Parlamentarier den Ausschuss verlassen müssen bei dieser Dreistigkeit. In der Argumentation der Bahn geht es nämlich nur noch um ihre Unternehmensbilanz und um ihre Ratings, ihre Kreditratings für die Bahn AG. Es geht nicht um eine moderne Bahninfrastruktur oder eine gute Mobilität für uns Bürgerinnen. Es geht auch nicht um das volkswirtschaftliche Gesamtinteresse und es geht zuallerletzt um einen leistungsfähigen Bahnhof in Stuttgart. Es geht um ihre Bilanzen und das dürfen wir nicht zulassen. Und man muss sich das mal vorstellen, in der Vorlage für den Aufsichtsrat morgen steht dann der entscheidende Satz, dass man das Projekt Stuttgart 21 mit dem heutigen Kenntnisstand nicht beginnen würde, aber man wird es fortführen. Ja, was ist das? Was ist das für eine Absurdität? Und ich kann nur mit Konstantin Wecker sagen, willkommen in Absurdistan!
Es muss kontrolliert werden. Wo die Kontrolle eines schlecht geplanten, eines irrsinnigen Projektes landet, das sehen wir derzeit beim Flughafen in Berlin. Dort wird jetzt auch seit über einem halben Jahr kontrolliert. Und es ist doch völlig klar, dieses aberwitzige Projekt kann nicht kontrolliert werden. Es kann nur noch abgewickelt werden und besser heute als morgen. Und jetzt möchte ich zu einem wichtigen Punkt kommen. Das sind ja auch immer Diskussionen in der Bewegung. Wir haben die Zahlenrichterei in der Bahn und sie sind mittlerweile öffentlich. Sowohl was die Kosten angeht, als auch die Ausstiegskosten. Alles frisiert. Das war aber die Entscheidungsgrundlage für die Volksabstimmung. Hier haben sich die Leute die Meinung gebildet mit diesen Zahlen. Und deshalb ist die Legitimität dieser Volksabstimmung dahin. Und wenn die Meldung stimmt, jetzt in der Stuttgarter Zeitung, dass Winfried Kretschmann überlegt, Ausstiegsverhandlungen einzufordern oder anzubieten oder in Erwägung zu ziehen, dann ist das die logische Konsequenz und ich kann nur sagen, das ist überfällig. Wir brauchen Ausstiegsverhandlungen, weil sich immer nur der schwarze Peter hin und her geschoben wird. Wir brauchen Geld für die Krankenhäuser.
Wasser hier, für die Schulen. Ihr wisst doch, wie die Infrastruktur hier ist. Viele, die im sozialen Bereich arbeiten, wissen, wo das Land und die Stadt sparen. Das Geld brauchen wir für die soziale Infrastruktur hier und nicht für einen Milliardengrad. Gibt es so viele marode Bahnhöfe. Ein Drittel der Bahnhöfe ist überhaupt nur barrierefrei. Es fehlt die Elektrifizierung in weiten Teilen der Region. Nicht mal die Hälfte ist elektrifiziert. Wir haben große, gute Verkehrsprojekte im badischen Raum, S-Bahn-Systeme, die entwickelt werden könnten. Es gäbe so viele gute Projekte einer intelligenten Bahnstruktur. Und deswegen müssen wir Stuttgart 21 verhindern für eine gute Mobilität für alle. Und einen Punkt möchte ich auch noch ansprechen, weil er mir sehr am Herzen liegt, weil ich doch mit vielen auch blockiert habe an den Bauzäunen und viele Demonstrationen. All das, ihr wisst es ja, die Vielfalt des Protestes. Es kann nicht sein, dass nach wie vor auch unter der grün-roten Landesregierung über 4000 Verfahren anhängig sind gegen Stuttgart 21 Gegner. Das ist eine reine Schikane gegen Versammlungsauflagen, gegen die wir verstoßen. Es werden Platzverweise erteilt, wenn man sich im Rosensteinpark aufhält und so weiter. Es kann nicht sein, dass die hier verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen wollen, kriminalisiert werden und gleichzeitig eine Amnestie für die Polizei vom 30.09. gefordert wird. Grundrechte war hier in Stuttgart. Und wir kämpfen stellvertretend für viele. Für viele. Stuttgart 21 ist bekannt. Stuttgart 21, kann man sagen, ist überall. Es gibt hier Initiativen, die mittlerweile sich vernetzen mit anderen Ländern. Ihr müsst euch vorstellen, ich war Anfang des Jahres in Kairo, in Ägypten. Dort wusste man von dem Bahnhof aufgrund des 30.09. und der Prügelszenen. Und alle wussten, dass Leute sogar ihre Augen verloren haben. All das war bekannt. Es ist hier, wir kämpfen stellvertretend für viele, dass dieses Projekt nicht umgesetzt wird. Und es gibt eine immer größere Vernetzung. Es gibt auch jetzt eine Gruppe, die wird zum Weltsozialforum nach Tunesien fahren und sich mit den arabischen Bewegungen vernetzen. Und ich sage, wir brauchen einen Stuttgarter Frühling hier. Egal was morgen passiert, unser Widerstand geht weiter mit all der Vielfalt, den Demonstrationen, den Blockaden, den juristischen Schritten, mit all dem. Wir sind das Sand im Getriebe und wir machen weiter. Und ich bin richtig stolz, dass ich hier aus Stuttgart bin. Oben bleiben! So.